Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal mit den Perks. Der Alpha der Menschen, Beharrlichkeit, Einfühlungsvermögen und Tabs Verdacht. Und jetzt heißt es warten. Ah. So, mal gucken, wie viele Kisten ich öffnen kann. Ich war am Überlegen, mache ich's? Ja, das war jetzt zu spät. Das würde nämlich nur eine weitere Truhe hinsetzen, aber ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Dafür war ich zu langsam. Das kam mir jetzt gerade erst in den Sinn. Dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Oh, Schutzwald? Okay. Ich weiß da nicht, wo die ganzen Kisten sind. Ich helfe da mal mit. Hier ist ein Totem, da hinten auch. So. Ja, bin ein bisschen gerettet, aber dafür hat er mich gekriegt.
Okay, er ist bei denen. Das wird auf jeden Fall ewig dauern, bis der... Wo ist der? Ach, jemand hat schon eine Kiste geöffnet. So. Oha. Wir müssen dieses Totem finden. Solange dieses Totem ist, dann ist es egal, ob wir geheilt sind oder nicht. Wie konnte er das sehen, dass ich da bin? Wahrscheinlich hat er meine Kratzspuren gesehen. Hä, wo ist der andere? Oh oh. Mann, verdammt.
Jetzt kann ich nur hoffen, ob ich irgendwo vielleicht die Luke finde. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo die ist. Ah, hat mich gefunden. Zumindest habe ich das Totem vernichtet. Aber trotzdem D-Pip. Ein bisschen mehr einen Generator machen und ich... Ja. Ich hole mir erstmal die Belohnung ab. Was soll das denn jetzt? Wie lange braucht das? Hi. Das hat meine Zange gebraucht. Wahrscheinlich habe ich gedrückt, das gedrückt und währenddessen ist der Killer auch rausgegangen. Denn dann passiert das nämlich auch, dass es einen Ruckler gibt. Warum auch immer. Oh, wieder Aura-Zellen. Beim Vorher, hier konnte ich keinen Fortschritt machen, weil keine Truhe durchsucht. Dann hole ich mir noch das. Ja. Und diesmal mit Ghostface, durchdringendes Zittern und Überwachung.
Oh, eine Macmillan Map. Könnte für mich nützlich sein. Ghostfield ist ja ziemlich dunkel. Schon wieder der Schutzwald? Erwischt. Du und dein Ab. Objektivstes Obsession. Da ist die Palette weg. Was soll das denn? Was ist denn da jetzt passiert?
Nehme ich das jetzt als Match? Nope. Sowas ist richtig nervig. Was ist denn jetzt los? Okay, ich muss jetzt zweimal was überblenden. Aber ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.